Der Tübinger SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann hat mit Fraktionskollegin Heike Behrens und der Tübinger Landtagskandidatin für die SPD Dorothea Kliche-Behnke das Altenpflegeheim Haus im Park in Dettenhausen besucht. Behrens ist Mitglied im Gesundheitsausschuss und langjährige Geschäftsführerin des Diakonischen Werks Württemberg. Bei einem geführten Rundgang mit der Hausleiterin Daniela Alle konnten sich die Politiker einen Einblick in das Leben der Bewohner und die tägliche Arbeit der Pfleger verschaffen. Im modernen Teil des Hauses sind Pflegewohngruppen mit integrierter Kurzzeit- und Tagespflege untergebracht. Im älteren Gebäudeteil befinden sich die Diakoniestation Dettenhausen, die Begegnungsstätte der Gemeinde und betreute Wohnungen.